Hallo, hier habe ich einen Audiomitschnitt vom Deutschlandfunk über ErDOGan nochmal zu dem anderen Audio hinzugefügt, also als Zusatz dazu. ErDOGan und seine Kameraden da, seine MHP-Butzkurt-Kameraden, türkische Rechtsextremisten, ja. Und das könnt ihr euch mal anhören. Ja, bitteschön. Da sieht man mal, was da für Leute am Werk sind in der Türkei momentan auch. Und weiterhin, das ist ja sowieso viel nationaler im Verhältnis. Das sind die Deutschen, sind ja vollkommen luschen. Deutschlandfunk. Hintergrund. ErDOGans Pakt mit Rechtsextremen, wie Nationalisten die türkische Politik beeinflussen. Eine Sendung von Susanne Güsten. Der Präsident habe die Zügel nicht mehr selbst in der Hand, warnte Davutoğlu in einem Fernsehinterview. Ama Erdoğan vesayet altında şu anda. Erdoğan steht unter dem Diktat von Kräften aus dem Sicherheitsapparat. Sie haben ihn in der Zange. Sie haben dieselbe Taktik wie früher die Gülenisten, als die sich von Erdoğan die Wählerstimmen holen ließen. Die standen hinter Erdoğan und schossen über seine Schulter, um ihr Ziel zu treffen. Und von außen sah es aus, als würde Erdoğan das Land führen. So machen es heute die Kräfte im Sicherheitsapparat. Sie schicken Erdoğan vor, um die Wählerstimmen zu holen, aber das Land regieren sie. Das werde auch für Erdoğan selbst nicht mehr lange gut gehen, warnte Davutoğlu. Şimdi de bu kez 28 Şubatçılar. Diese Kräfte wollen ein autoritäres Regime errichten und die Türkei vom Westen abkoppeln. Um das zu erreichen, werden sie dasselbe tun wie die Gülenisten beim Putschversuch vom Juli 2016. Sie werden versuchen, Erdoğan zu liquidieren und das Land selbst zu übernehmen. Ich habe Erdoğan schon bei der Einführung des Präsidialsystems gewarnt, dass er die Kontrolle darüber verlieren werde. Hi nun also für Erdoğan? Nicht alle Beobachter glauben, dass der Präsident beim Shootout mit Bahçeli verlieren würde. Aykan Erdemir, der frühere Abgeordnete. Auch wenn die MHP nach Ansicht vieler Beobachter genug Macht angehäuft hat, um Erdoğan ihre Bedingungen zu diktieren, sollte man doch nie vergessen, wie geschickt der Präsident frühere taktische Partner kaltgestellt und ausgeschaltet hat. Es wäre ein Fehler, Erdoğan zu unterschätzen. Doch selbst wenn Erdoğan auch diesen Machtkampf gewinnen sollte, so haben Devlet Bahçeli und seine rechtsextremen Nationalisten die Türkei und ihren Präsidenten in den letzten 5 Jahren doch stark geprägt, befürchtet Türkei-Experte Danforth. Mit langfristigen Folgen auch für die Beziehungen zum Westen. Die eigentliche Gefahr ist meiner Ansicht nach, dass Erdoğan sich die Weltanschauung der MHP tatsächlich zu eigen gemacht hat. Er fühlt sich verraten von allen, die ihm zur Zusammenarbeit mit den Gülenisten, mit den Kurden und mit dem Westen rieten, während die MHP ihn schon immer davor warnte. Wie immer das auch weitergeht. Ich fürchte, dass der Nationalismus, der Erdoğan und die MHP zusammenschweißt, nicht mehr verschwinden wird und dass er den USA und Europa noch lange das Leben schwer machen wird. Das war der Hintergrund. Erdoğans Pakt mit Rechtsextremen, wie Nationalisten die türkische Politik beeinflussen. Eine Sendung von Susanne Güsten, Redaktion Laura Esslinger.